Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Spiel. Und zwar A Plague Tale Requiem, das wir auch, wovon wir auch schon den ersten Teil gespielt haben. Das ist allerdings schon ein bisschen etwas her. Und um nochmal Revue passieren zu lassen, was am Ende des ersten Teils passierte. Wir konnten unseren Bruder Hugo retten und haben sogar unsere Mutter wiedergefunden. Wir wissen, dass Hugo eine Gabe hat und wir haben zum Schluss gegen den Rattenkönig, beziehungsweise haben gegen den Rattenkönig gekämpft, kann man sagen. Und sind jetzt auf und davon mit unserer Mutter in so einem Viehwagen. Sie muss wieder zu Kräften kommen, sie muss wieder gesund werden. Und hier geht's weiter. Also das Ganze spielt, ich glaube, es spielt ein paar Monate weiter oder vielleicht sogar ein paar Jahre weiter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Werden wir gleich rausfinden. Und starten wir doch einfach mal. Oh, ich akzeptiere natürlich alles. Nicht akzeptieren. Allgemeine Daten zum Fokus und kein Teleaktion. So. HD-Option. Sieht da super aus. Leerer Spielstand. Neues Spiel. Textsprache, lautliche Sprache, alles richtig. Los geht's. Oh. Ja, die Ratten spielen eine entscheidende Rolle in dem Spiel. Wir wissen. Oh, erstes Kapitel. Unter einer neuen Sonne. Bin ein bisschen aufgeregt. Denn den ersten Teil fand ich schon ziemlich gut. Königreich Frankreich. Damit Action los. Er ist zu schnell. Wir schaffen das. Oh nein, der Turm. Grafisch haben sie mal eine Schippe raufgelegt. Blöde Störche. Ihr seid zu schnell für mich. Los, kommt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt Acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Weiter? Ja. Okay. Fieses Kantenflimmern. Ich guck mal ganz kurz, ob man hier irgendwas einstellen kann noch. Gameplay, Sprache, Grafik. HD-Option, Bewegungsunschärfe. Ich hasse das ja eigentlich. Bewegungsunschärfe. Ich finde Bewegungsunschärfe immer total nervig. Bin froh, dass ich es ausstellen kann. Aber das ist irgendwie netter, oder? Gut, aber konnte man da... Ich muss mal kurz reingehen, es tut mir leid. Aber kann man da denn auch... Man kann da jetzt nicht irgendwie die Qualität einstellen, dass man sagt, man möchte lieber so und so viele Frames haben. Nee. Aber ganz 60 sind das, glaube ich, hier nicht. Naja, gucken wir mal. Damit kann ich laufen, okay. Sieht schon sehr schön aus, ne? Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Oh, dann doch mal auch nicht rein hier. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut dir nur gut. Och, sieht schon traumhaft aus, muss ich sagen. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt!
Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes Versteck. Drei, ich stehe euch bei, mein König. Vier, fünf, gut, sechs, behalten wir ihn im Auge. Sieben, ja, acht, wenn er kommt, fliehen neun, wir. Zehn. Ich komme. Er kommt, er kommt. Ich rieche Angst. Ich, Lukas, der okay. Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zehen Eintopf mache. Wie köstlich. Okay. Das ist eklig. Ja, ich sehe, wo längst dran ist. Gleich ihren Lukas daran, halt X gedrückt, um ihn zu erschrecken. Okay, wo ist er denn da? Versuchen wir mal. Gucken wir mal, ob wir uns ranschleichen können. Oh, meine Güte! Du hast dich so erschreckt! Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Okay, dann lassen wir uns zur Burg. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Laufen kann ich gerade nicht. Na, wahrscheinlich, weil Hugo nicht so schnell ist. Gehen wir hier durch. Kann ich durch? Ah, das ist ja blöd. Das ist wirklich eine. Achso. Wirklich eine Begrenzung, dass man durchs Gebüsch kann? Das ist natürlich schade. Müssen wir wohl ausmachen. Ah, das ist ja blöd, oder? Also ich finde mal das. Ah, ich mag sowas nicht. Ich mag nicht, wenn man nicht frei laufen kann. So wie hier. Da sieht man, ist alles frei, man kann nicht durch. Das finde ich wirklich bescheiden. Naja. Hätte man auch als Open World hier machen können, oder nicht? Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Das würde mich auch interessieren, ob man alles wieder von vorne machen muss oder ob so man immer noch seine schön. Fähigkeiten hat. Und hier hört mein Königreich echt gut aus, auf. Ne? Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Der erste Teil sah schon gut Warum aus. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zurück auf seinen Posten, Amicia. Hinter den Zweig. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Okay. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt. Bam. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie tun. Ich hab's nicht verlernt, ey. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie! Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Hallo? Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonor? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Boom! Oh, ist ja gut.
gut. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Du bist gut. Aber dann kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Soldat Tonor, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten in den Arsch. In den bösen Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit zu verlieren. So, verpass ihn den Gnadenstoß, Tonor. Oh, was macht er? Oh, er hat einen Riesenstein. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonor. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. Na los. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird an... Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha! Du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Hui. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Das ist wirklich großes Schloss. Angriff! Angriff! Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Was aufmachen? Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Die Schergen des Zauberers. Das war dumm. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia. Okay. Schön angegriffen. Eingebrochen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Sollen wir schleichen, glaube ich. Hier runter? Hier lang. Oh, das sieht ein bisschen böse aus da. Amicia. Was ist er denn? Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Dieb, ich schneide euch in Stücke. Was? Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest! Ihr geht nirgendwo hin! Hier! Oder? Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Ihr seid zu weit gegangen! Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen! Wer ist denn das? Ihr dachtet wohl, wir kriegen euch nicht, was? Ach, hier lang! Da passt er nicht durch! Und uns den Mund Eieieiei! Das war ja dumm. Das war zu langsam, ne? Ich
war zu langsam. Überspringen. Und laufen wir mal los. Komm zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest! Hier! Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Ihr seid zu weit gegangen! Dieses Mal lassen wir euch nicht gehen! Ihr dachtet wohl, wir kriegen euch... Hier lang! Da passt er nicht durch! Schnell! Holt uns den wohlverdienten Lohn wieder auf! Gut, dass sie ihren Bruder hinten rumlaufen. Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Hey! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen? Oh, was sind das für Leute? Alter! Nein, mein Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Okay. Das sind wirklich verrückt. Wer ist da hinten? Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Jetzt drüber. Los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt! Scheiße, nein. Amnesia, das Haus! Ungesehen! Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht! Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Ich mach's. Schulz. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ich wollte doch nur arbeiten. Ja. Ach so. Ich muss hier schleunigst weg. Ich muss Hand werfen, um leise zu sein. Ach so. Ganz ruhig. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Schnell. Oh, guck mal da runter. Wissen nicht, was mit. Wenn was wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tonner! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Gehen? Oder ist das sie? Oh nein! Hier lebt Tonner. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Was soll man sehen? Versuchen wir es mal hier. Oder durchschleichen? Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte! Sie sehen so ein bisschen fies aus, die Leute, oder? Jetzt! Was zur Hölle? Los geht's. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Du, hältst du hier Wache? Wir wechseln uns bis morgen ab. Geht klar. Wir müssen. Wie viele Leute Tür hier da sind. Ich muss ihn ablenken. Wo ist Tonner? Ich will ihn mir vorknöpfen, bevor Vater ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Ich stelle mal ganz kurz für euch den Text unten ein, weil ich merke selber, dass ich zwischendurch immer reinquatsch. Das wäre so ein bisschen doof, ne? So. Amnesia, die Töpfe. Könnte klappen. Das
aus seinem Topf aufgehoben. Halte RB gedrückt, um das auszunutzen. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was so? Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Gut, Luft ist rein. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja. Ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. Achso, warte. Los. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Leise zu machen und wieder verschließen. Wo sind sie? Haben sie Tomor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Ich weiß nicht, ob der nicht dazugehört. Vielleicht töten sie ihn auch. Still. Wieso längst sollen? Nur links? Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Hugo anlegen, ne? Von Knochen genagt worden, bestimmt. Ja, was für eine fantastische Grafik. Sieht einfach nur schweinegut aus. Oder? Hat sich da noch übertroffen, ne? Was sein für ein Vogel? Ein Feuervogel? Hä? Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Vibration im Controller hier. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte! Felix? Warte Felix? Auf mich! Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Unter einer neuen Sonne. Nein! Bleib hier! Atmen!
weiter. Wo willst du hin? In die Richtung. Ich muss zurück. Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Laufen kann ich nicht mehr. Bitte! Oder schleicht er noch? Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Oh nein! Nein! Nicht das! In Ruhe! Lass mich in Ruhe! Hör auf zu schreien! Was willst du denn? Du bist so laut! Schon gut, ich komm ja! Durchs Wasser laufen. Sterbe ich jetzt? Ich will nicht sterben. Hilft das Wasser? Sehr gut. Es geht wieder weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Okay, das ist ja gut zu wissen. Das wird wahrscheinlich irgendein Element jetzt sein, das Wasser, was wir benutzen können, falls wir wieder zu viel von unserer Macht benutzt haben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich habe was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet. Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Ein Sturm zieht auf. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben Sie getan?
Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Oh. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Nein, warte! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass ihn nicht entwischen! Shit. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Ach so, okay. Weiter. Wo bleib unten. Sie? Sind Sie sie? Nein, sie war genau hier. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gehetzt. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben Gesellschaft. Sucht alles ab. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Okay. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab! Zur Not rufen wir einen Priester! Nicht aufgeben! Ohne dich sind sie tot! Hey, schnell vorbeischleichen, ne? Ich bin so spannend gerade. Da kann mich ja sehen, wenn er jetzt. Wo seid ihr? Kommt raus! Noch eine loswerden. Gehen wir da hin. Hinter all dem stecken die. Da unten, ja. Ich sehe sie. Sie ist hier. Du brennst alles nieder. Was zur Hölle? Egal. Du hast meinen Sohn ermordet. Spur in den Nein, nein, nein. Lauf. Das Haus. Oh, naja, ich glaube nicht, dass ich tot bin. Eine Hexe bin ich auch nicht. Affe. Affe, du. Na los. Die anderen sind den Hügel runter. Sie leben noch. Oh. Hol die Schleuder. Schnell. Na los. Ja. Schlagen kann ich auch? Mistkerle, ihr musstet ja wiederkommen. Das habt ihr jetzt davon. Nein! Ah, ich habe ihn nicht gesehen von rechts. Das war ja beschissen. Den habe ich nicht gesehen, da kam er angeschlichen. So, warte. Oh, Mist! Sei mich dumm? Habe ich den schon wieder nicht wahrgenommen? Das auch drauf mit der Schleuder, ne? Da, hier drüben! Ihnen nach!
jetzt auch so einen fetten. So einen echt so einen fetten Speer in den Magen, ey. Wir jetzt mal machen. Hier, der kommt doch. Sie sind hier drüben. Ja. Kein Schritt weiter. Ewig könnt ihr euch nicht im Gras verstecken. Da seid ihr. Da war mal der Gott. Krasse Scheiße, ey. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. So, das war, glaube ich, der Prolog. Aber ist auch die beste Chance, um da mal ein Break zu machen und beim nächsten Mal weiterzuspielen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. 2 Neuankömmlinge. Gut, genau hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir schauen uns aber noch kurz die Anfangssequenz an, die wird direkt jetzt kommen. Es wird ja mal eingeleitet durch ein kleines Intro. Dann warten wir nochmal kurz. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Vaudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Chateau d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es! So, auf in ein neues Abenteuer. Bin ein bisschen gespannt.
sieht ja echt schön aus, ne? Schön idyllisch und lebendig. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Gut, also, vielen Dank für heute, fürs Was Zuschauen. Machen wir zuerst? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was willst du denn sehen? Tschüss. Alles. Dann los.